Meine Jugend! Meine Blüte! Ich werde ihn noch an. Das muss wohl ihre erste Periode sein. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Okay. Und denk daran, mein Freund. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Okay. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Na, jeder, der das Spiel gespielt hat, wird die Ironie darin erkennen. Ihr bald auch. Aber noch nicht. Moment. Bam! Ich glaube, die müssen jetzt tot sein. Die waren, glaube ich, zu dritt, ne? Eins, zwei, drei, oder waren es vier? Ne, es waren drei. Sehr gut, sehr gut. Oh, da liegt noch was. 00 Schrot, und was liegt da? Ich komme da nicht hin. Ah, doch. MG-Patron, yay. Oh, da ist auch noch was. Pistolenkugeln. Sehr nice. Da ist auch was geblitzt. Oh, der hat kassiert. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufschlitzt. Nette Freunde hast du da, muss ich sagen. Nette Freunde. Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen. Dann solltest du in meine Richtung laufen. Oder? Wow. Massaker. Bam. Verbandskasten gekopft. Wo ist jetzt der Verbandskasten hin? Da ist er. So, die spritzen nämlich auch noch mit. Von wo kam die überhaupt hergerannt? Alter, von wo kamst du denn? Aha. Wie komme ich da runter? Kann ich das Ding aufsaugen? Oh, da. Fontaine muss weg. Hey! Fontaine muss weg. Ist das Eis? Nein, ist es nicht. Wie zur Hölle komme ich da rein? Das ist auch ein Verbandskasten, die ich nicht aufsammeln kann. Hä? Ah, okay. Ja, brauche ich nicht. Oh, das könnte ich gebrauchen. Nichts drin. Das ist Fontaine muss weg. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut.
Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Was machen die da? Ich am besten mal hoch. Und wenn Eve auch auftauchen. Und dann kriegen die aufs Maul. Moment. Warum hast du mich verlassen? Ich bin doch hier. Was ist das? Der Fluch sei dir. Scheiße. Verfehlt. So, getroffen. Wo ist der zweite? Ups, ja, ich habe schon wieder Verbandskasten, glaube ich, genommen, ne? Egal. So, der ist hier lieber. Ein Glück weiß ich ja, wo ich einen Verbandskasten herkriege. Pistolenkugeln sind auch noch auf, das auch. So. Gehen wir mal hier runter und sammeln mal den ganzen Kram hier auf. Den lasse ich mal liegen. So. Und dann gehen wir mal hier hin. Was haben die damit gemacht? Haben die damit rumgespielt und dann ist irgendwie ein Bulli gefallen oder was? Da ist die Pistole. Da ist der Verbandskasten. Ist das Zement? Wurden die in Zement eingelegt? Das ist ja echt krass. So eine Mafia-Methoden hier. Ist ja unglaublich. Das soll das Paradies sein? Ich weiß ja nicht. Ich meine, die Vorstellung ist eigentlich ganz geil, so unter Wasser zu leben, ne? Ist irgendwie, weiß nicht, was anderes. Würde ich gerne machen. Aber wenn das so endet, natürlich nicht. Boah, ich glaube nicht, dass es so... Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von dir finde. Wo sind eigentlich die ganzen Little Sisters? Was ist da schon wieder? Vielleicht ist da eine Pistole runtergefallen oder so. Erstmal hacken. So, haben wir hier irgendwelche Stellen, die wir missbrauchen können, um schneller zum Ziel zu kommen? Ich wittere etwas, aber so toll ist es auch nicht. Mal hier hochgehen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Gehen wir noch einmal hier nach rechts und dann folgen wir mal der rechten Spur hier. So. So. Ups. Hacken erfolgreich. Yeah. So, mal gucken. Ist hier noch irgend so ein Spast, der mir die Kratze wünscht oder so? Oder ein Big Daddy? Bekommen wir Kontakt mit ihm? Das gefällt mir nicht. Und Geld. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer das hier einfach so liegen lässt. Was geht denn auf mich? Da ist ein Big Daddy, verdammt. Hui, ja, wenn ich gleich rausgehe, brauche ich unbedingt einen Verbandskasten. Würde ich mal so annehmen. Gucken jetzt mal, wo wir hier lang gehen. Ja, wir machen das jetzt ganz mal einfach. Ganz einfach. Gehen hier einfach hoch. Zu die Mühe machen, ne? Ganz ehrlich. Hier bereite ich schon mal ein bisschen was vor. So, dann müssen wir noch einen nach oben finden und dann haben wir es. Da. Bam. Passt. Was haben wir da? Antiperson. Das kann ich gegen den Big Daddy natürlich nicht einsetzen. Und ich habe nicht genug ionischen Schrot, glaube ich, ne? Was habe ich da? Explosiv. Vielleicht könnte das noch reichen. Ich habe ja noch das Geschütz auf meiner Seite. Bam! Das Ding feuert auch auf mich. Das ist gemein.
Nachladen. Lenk ihn ab. Boah, was? Da läuft er mit einem HP durch die Gegend. Der steht nicht wieder auf, Kleines. Dein Daddy kann dich nicht mehr zum Zahnarzt bringen. Ich bin nun dein Zahnarzt. Hm, ja, ich sehe schon, wo das Problem ist. Du hast da so einen kleinen Wurm zwischen den Zähnen. Hm, ja, den muss ich leider operativ entfernen. So, jawohl. Siehst du, alles halb so wild. So, was haben wir hier? Komm nach Hause, Masha. Masha, Liebling. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. 7533 war das, glaube ich, ne? Lauf doch nicht weg! Arsch. So ein Big Daddy, habe ich jetzt keine Lust runter zu springen, um alles nochmal hochzulaufen. Sünder verbergen sich im Dunkeln. Ziehen wir jetzt mal eine Eve-Spritze rein. Der hat sowieso keine Little Sister dabei. Eine Little Sister müssen wir noch holen. Dann haben wir das. Wo kam ich jetzt? Ach, ich wollte ja noch warten. Uno Momento. Kann ich das auch so abrufen? Jawohl. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Tja, siehste, da haben wir uns Zeit gespart. Jetzt muss ich nicht zurücklaufen. Übrigens, wir brauchen einen neuen Timmy. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, hier ist bestimmt die Brechstange. Moment. Komme ich hier nicht durch? Da ist eine Eve-Spritze, aber da kommen wir noch nicht hin. Von da hinten kommen wir anscheinend, das heißt, ich muss jetzt in diese Richtung. Und dann brechen wir erstmal hier ein. Ich lasse sie mir von dir nicht wegnehmen! What the fuck? Ich hab dir nichts weggenommen, außer dein Leben jetzt gerade, aber vorher habe ich dir nichts weggenommen. Oh. Ach so, okay. Ah, auf Fontaine aufpassen. Ja, auf Fontaine aufpassen. So. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Das ist doch Bullshit hier, ey. Oh, das ist doch genau. Oh, ich dachte schon, das ist jetzt genau dieselbe Scheiße. War ja fast unlösbar, ey. Da hätte ich ja Millisekunden reagieren müssen. Oh, jetzt muss ich aber auch schnell reagieren. Oh. Puh, jetzt muss ich hier hinten durchgehen. Es sei denn, hier ist eine Falle. Ja, dann schnell hier hoch. Schnell. Damit wir ein bisschen Zeit mehr kriegen. Gehe ich mal hier nach rechts. Links, meine ich. Dann müsste ich endlich genug noch haben, um darin lang zu laufen. Jawohl. War das knapp. So, kriege ich hier ionischen Schrot? Normalen Schrot. Splitter. Ist doch Bullshit. Da blinkt noch was.
Oh. Oh. Ich verstehe. Sprungheck. Super.